Silvester. Ein Ehepaar feiert seinen Hochzeitstag. So viele Jahre, ist das nicht schön? Ja, mein Schatz. Einen schönen Hochzeitstag. Dir auch, mein Schatz. Gut, dass wir dieses Lokal schon vor 3 Monaten reserviert haben. Es ist immer voll. Ich bin froh, dass wir einen Tisch gekriegt haben. Ja, sonst wären wir eben in ein anderes Lokal gegangen. Aber zum Feiern braucht man schon ein entsprechendes Ambiente. Ja, vielleicht. Ich finde schon, für jeden Anlass das passende Ambiente. Hauptsache, wir sind zusammen. Ja schon, aber die Atmosphäre ist mir auch wichtig. Ja, vielleicht. Wir haben es ja noch nie ausprobiert. Was? Na, unseren Hochzeitstag zu Hause auf der Couch zu feiern. Nein, und das möchte ich auch gar nicht ausprobieren. Natürlich nicht. Aber es wäre vielleicht ganz nett. Nett? Mal was anderes. Ich brauche nichts anderes und du dachte ich auch nicht. Nein, nein, natürlich nicht. War nur so eine Überlegung. Übrigens, hast du schon überlegt, was wir zu Silvester machen? Silvester? Jetzt schon? Aber sicher, sonst kriegt man ja in einem vernünftigen Lokal keinen Platz mehr. Aber es ist doch erst Sommer. Ja, und? Denkst du nicht, das ist zu früh? Zu früh? Warum? Es sind doch noch 5 Monate bis dahin. Noch? Du meinst nur mehr? Vielleicht lebe ich dann ja gar nicht mehr. Was redest du denn für einen Unsinn? Na gut, Silvester. Ja, was machen wir? Das ist jedes Jahr die gleiche schwierige Frage. Genau, und deshalb muss man mit der Planung früh genug anfangen. Wir könnten wohin fahren. Wohin? Ja, wohin? Ja, also wohin? Was schlägst du vor? Ich weiß nicht. Warum schlägst du dann vor, dass wir wohin fahren? Naja, ich reiße die Idee an und du planst und führst sie aus. Naja, wohin? Ich weiß nicht. Vielleicht in ein Wellnesshotel? Nein, da ist mir zu viel los. In die Karibik? Das ist mir zu heiß. Zu Silvester brauche ich Kälte und Schnee. Na, dann fahren wir in die Berge. Ach, du weißt, mir ist das Flachland lieber. Vielleicht Ungarn? Haben die Schnee zu dieser Zeit? Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir googeln, wo zu Silvester Schnee liegt. Na, da kommt sicher Sibirien und Kanada. Also dort will ich auf keinen Fall hin. Bleiben wir doch einfach in Wien und suchen uns ein nettes Lokal. Ja, aber das müssen wir bald buchen. Außerdem... Was? Wir wollten doch nicht alleine sein, oder? Wie meinst du das? Na, wir wollen doch mit anderen Leuten feiern. Wollen wir? Naja, nicht unbedingt. Ja, aber dann können wir doch gleich zu Hause bleiben, wenn wir eh nur zu zweit sind. Ach, bin ich dir zu wenig? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Wie sonst? Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Wie du mit mir redest und das an unserem Hochzeitstag. Also jetzt übertreib mal nicht. Na gut, feiern wir Silvester eben nicht alleine. Das wird sicher lustiger, wenn man eine größere Runde isst. Mit mir alleine ist es also nicht lustig. Nein, so war das doch nicht gemeint. Jetzt leg doch nicht alles auf die Waagschale. Ach, ich lege alles auf die Waagschale. Ja, im Moment schon. Dann kann ich ja gleich gehen. Wenn du meinst. Du hältst mich nicht einmal auf. Also nach so vielen Jahren Ehe weiß ich, dass ich dich nicht aufhalten kann bei deinem Dickschädel. Dickschädel? Ja, das gehört einmal gesagt. Nach so vielen Jahren höre ich das zum ersten Mal. Ja, dann wurde es ja mal Zeit. Soll das heißen, du hast mich jahrelang belogen? Nein, aber manchmal ist es diplomatischer, die Wahrheit zu umschiffen. Umschiffen nennst du das also, wenn du mich von vorn bis hinten betrügst? Betrügen? Ich betrüg dich doch nicht. Jetzt übertreibst du wieder maßlos. Wieder? Ja, du übertreibst gerne. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, dann wurde es ja mal Zeit. Schon wieder? Es schockiert mich, wie du über mich denkst. Das weißt du doch. Nein, diese Anschuldigungen höre ich zum ersten Mal. Ich habe dir das schon öfter gesagt, du hörst nur nie zu. Ich höre nie zu? Meistens nicht. Es wird immer schlimmer. Nein, sowas immer schon. Also ich sehe das nicht so. Logisch, du siehst alles anders. Vielleicht funktioniert unsere Ehe deshalb so gut. Vielleicht. Sie funktioniert doch gut. Wunderbar, ja. Jetzt hatte ich schon Angst, du würdest mir widersprechen. Ich widerspreche dir doch nicht. Und das ist auch gut so. Naja, Hauptsache wir haben unseren Hochzeitstag nur für uns. Genau. Und Silvester? Naja, es ist ja irgendwie doch ein Gemeinschaftserlebnis.